Kevin Weidlich, 2:0 Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern, das wird richtig gut sein. Wie fühlt ihr sich da? Super. Ich glaube, das war ein Kampfspiel. Das wusste ich von Anfang an. Vor so einer Kulisse, ich meine nicht alle Tage. Und das haben wir einfach genossen. Und die Jungs, wir haben alle zusammengestanden. Und wir hatten heute ein gutes Gefühl gehabt und haben uns dann im Endeffekt belohnt. Das ist hier in der WM-Arena, es wurde richtig laut zwischendurch. Die Lauterer sind Top-Favorit. Hat bei Ihnen auch das Herz ein bisschen höher geklopft heute? Ja, was heißt höher geklopft? Mehr genossen. Also die Atmosphäre hat man genossen, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und dann vor so einem Publikum noch zu gewinnen, das ist einfach ein Tüpfelchen. Die Taktik war relativ offensichtlich. Hinten schön dicht halten mit einer Fünferkette teilweise, dann nach vorne die schnellen Bälle auf Mamba. Wie fühlt sich das an, wenn man dann so einen Plan hat, der genau funktioniert? Überragend. Ich glaube, Mamba hat heute ein super Spiel gemacht, von vorne die Bälle festgemacht. Wenn er jede Woche so spielt, gut ab, weil heute hat er, glaube ich, Meter gemacht. Und auch Kompliment an die ganze Mannschaft, hinten die Kette, wir standen, Leon, der 18-Jährige, hat es souverän gemacht und einfach, ich bin einfach froh auf die Mannschaft und froh, ein Teil davon zu sein. Jetzt steht der FCE plötzlich wieder in der oberen Tabellenhälfte, das ist sicherlich auch fürs Selbstbewusstsein wichtig, oder? Ja, natürlich, aber wir schauen immer noch von Spiel zu Spiel, man weiß ja, wie eng das ist und jetzt können wir ein bisschen feiern heute auf der Rückfahrt und ab Montag geht's oder ab Sonntag geht's Vorbereitung auf Lotte. Vielen Dank. Super.